Der Hunsdorfer Verlass, der unsägliche, ist seit September 2018 Geschichte und das ist gut so. Und die Fragestellung ist natürlich eine ideologische. Wollen wir eine illegale Zuwanderung? Wollen wir einen Zuzug? Wollen wir dementsprechend diese Willkommenskulturklatscher und so weiter unterstützen? Oder wollen wir den Arbeitsmarkt und die Österreicher vor illegaler Zuwanderung schützen? Und die Position der Freiheitlichen ist ja ganz klar, wir wollen das nicht. Um einmal ein paar Fakten hier klarzustellen, noch einmal, weil da wird sehr viel mit Fake News gearbeitet. Wir haben zurzeit Asylberechtigte von rund 32.000 gemeldet beim AMS, darunter rund 10.000 junge Männer unter 25, die jeden Job in Österreich annehmen könnten, wenn sie einen bekommen würden. Wir haben von diesen ominösen rund 1.000 Asylwerbern in der Lehre, um das auch einmal klarzustellen, haben wir eine Gruppe an Nationalitäten oder einer Nation, das sind fast 80% Afghanen von diesen rund 1.000. Ebenso erwähnen sollte man, dass von diesen rund 1.000 circa 50% in der Gastronomie eine Lehre machen. Und jetzt will ich das gar nicht abwerten, aber das wird den Fachkräftemangel in Österreich im Gesamten mit Sicherheit nicht beenden. Was man auch erwähnen sollte, wir haben zurzeit von diesen 1.000 rund 100 im dritten Lehrjahr. Das heißt, da können Sie sich ungefähr die Dropout-Rate auch selber ausrechnen. Und der entscheidende Punkt bei der Geschichte, das sind ganz aktuelle Zahlen, die ich recherchiert habe und die auch belegbar sind, und das ist eigentlich der Grund des Missbrauchs, warum wir den abstellen mussten. 65% dieser rund 1.000, die eine Lehre angefangen haben, haben die Lehre begonnen, nachdem sie in der ersten Instanz einen negativen Bescheid bekommen haben. 65%. Und da sehen Sie den Missbrauch, der vor allem von Ihnen auch unterstützt wurde über Jahre, wo alle NGOs mitspielen. Das heißt, es wird vor allem den Afghanen gesagt, wenn du einen negativen Asylbescheid hast, fang eine Lehre an, wir suchen dir schon irgendwann einen Lehrplatz und dann kannst du die Abschiebung umgehen. Und das kann so nicht mehr funktionieren. Und wir haben ja ein ganz, ganz berühmtes Beispiel gehabt, wenn Sie sich erinnern, unser Herr Bundespräsident Van der Bellen, der da diesen afghanischen Einzelhandelskaufmann Lehrling besucht hat mit Limousine und Entourage, sollte wahrscheinlich auch einmal österreichische Lehrlinge besuchen, irgendwo wäre gescheiter gewesen, möchte schon darauf hinweisen, es gibt im Einzelhandel, gibt es diese Lehrstellen, Mangelgeschichte gibt es nicht. Und falls es also interessieren sollte, wir haben aktuell im September, und gerade der Kollege Muchitsch, Beppo bitte zuhören, wir haben Einzelhandelskaufmann, Kauffrau, Lehrstellensuchende im September 2018, haben wir eine exakte Zahl von 1.074 Österreicherinnen und Österreicher, die eine Lehrstelle suchen. Und jetzt erklären Sie mir bitte, warum der Herr Bundespräsident und alle, die in seinem Gefolge unterwegs waren, ausgerechnet einem Afghanen, der im Asylverfahren ist, hier unterstützen wollen. Diese 1.074 würden Unterstützung verdienen und nicht Asylwerber. Es ist vollkommen klar, es muss ein Ende geben der illegalen Zuwanderung. Das wollen wir nicht, das will weder die FPÖ noch die neue ÖVP, Teile der alten ÖVP leider Gottes schon. Es kann kein Asyl über die Hintertür geben. Es kann kein Asyl über die Hintertür geben. Und um es noch einmal klarzustellen, Asyl ist Schutz auf Zeit, aber keine Zuwanderung. Danke. Auch Bundeskanzler Kurz hat stets betont, dass der Aufenthaltsstatus wichtiger ist als eine Lehre, die begonnen wurde.